Kennengelernt. Wir haben uns auf einem Konzert kennengelernt. Und haben gedacht, lass uns doch mal irgendwas machen. Also wie man das halt immer so sagt, wir können uns ja mal treffen, ein bisschen zocken. Es war ein sehr schönes Konzert. Und da haben wir gedacht, zu zweit ist das ja nett, aber eine Band, eine richtige Band wäre halt cooler. Und dann haben wir uns halt auf den Rest eingelassen. Such a Small Hand. Eine junge Band mit erfahrenen Musikern. Wie war es für euch, Fuß in der Szene zu fassen? Ja, wir haben ja schon alles von gewissen Fame-Status. Ich denke, ein Riesenvorteil ist da halt auch, dass jeder schon mal irgendwie Musik gemacht hat in Reutlingen und da der auch ein paar Leute kennt. Es war eigentlich super leicht. Und wie so immer in der Musik funktioniert das meiste über irgendwelche Kontakte. Weil man kennt ja viele schon. Warum gerade Akustik? Für mich ist es die ursprünglichste Musik. Also wie man Musik macht und ich bin mit der Musik groß geworden. Was Neues, also eigentlich keine Vorstellung, ich hatte einfach Bock auf Mucke machen. Weil ich bisher immer nur Bands hatte, mit denen wir elektrisch gespielt haben. Und hat sich das einfach so ergeben, dass wir Texte geschrieben haben, die so an das Genre halt auch anknüpft und dann ja, hat sich es einfach so ergeben. Das ist die pure Art, Musik zu machen. Wenn ich meine Gitarre nehmen kann, mich auf die Straße stellen, Musik machen, das ist Musik machen. Da brauche ich keinen Strom und nichts weiter. Kann man simpel so sagen. Und der Rest war cool damit, glaube ich. Ich wollte das schon immer so mal machen. Wie schafft ihr es, musikalisch auf einen Nenner zu kommen? Nach den ersten paar Proben haben immer wieder gesagt, wie erschreckend es ist, dass, wie schnell das eigentlich funktioniert. Also, doch, es funktioniert eigentlich sehr gut. Dass wir auch in relativ kurzer Zeit so einen Grundstock an Songs zusammen hatten. Ja, das stimmt. Also jeder bringt so seine Ideen mit rein und dann passt die Sache eigentlich ganz schnell. Für mich ist es halt auch ganz wichtig, dass ich die Menschen, mit denen ich der Band spiele, auch mag. Mhm. Und das hat halt wirklich extrem gut gepasst von Anfang an. Das ist schön. Jo. Gell, Markus? Ja, mein Schatz. Wer von euch kommt immer zu spät? Markus. Sockel. Ja. Immer einen Kasten Bier im Proberaum? Klar. Logo. Immer. Ja. Welche Kneipe wird in 10 Jahren immer noch offen haben? Die Kaiserhalle. Sind alle? Ja. Ja, und ich fürchte, leider ist es Kaiser. Kann man das leider bitte streichen? Danke. Was haltet ihr von der Wiedereinführung der Straßenbahn in Reutlingen? Alter, was? Ja, wenn sie atombetrieben ist. Vorteile vom Represent gegenüber Rock am Ring? Nur. Alle. Die Frauen sind leichter bekleidet. Weil es in der Halle ist. Genau. Okay. Ja. Ist nicht so weit. Und das ist cooler. Aber Represent ist viel geiler, weil viel geilere Bands spielen. Ja, sag ich ja, deswegen... Du redest über Frauen, wir reden über Musik hier. Okay, hier spielt jeder. Ja, nicht. Nein, machen wir nicht mehr. Rocker machen wir nicht mehr. Nee, Kettering war scheiße. Ja, das gehört ja auch irgendwie dazu. Ach so, okay. Wir sind ja so alles Rockstars da gehört. Ein bisschen Imagepflege.